herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von MTTV. Nach zwei Niederlagen in Folge möchte die MT-Melsung möglichst schnell zurück in ihre Erfolgsspur kommen. Ob Ihnen das gegen die Füchse Berlin gelingt, hoffen wir es. Ich habe dann einen Moment gewartet mit dem Timeout. Wir haben den Pfiff nicht gehört, deswegen hat die Mannschaft noch zwei, drei taktische Anweisungen noch gesagt. Und der Spielleiter meinte dann, er müsse uns dafür bestrafen, dass wir nicht rechtzeitig zum Anpfiff da waren. Und da sage ich halt ganz einfach, das ist kein Fingerspitzengefühl. Alles kommt von Kampf rechts. Warte, ruhig! Da Mitte, Rückraum links. Limo Kreis, Alter, auf links haben. Okay? Vielleicht war es gar nicht schlecht, da war noch ein bisschen mehr Wut, ein bisschen mehr Energie im Spiel und das hat uns dann vielleicht auch den Punkt gebracht. Ja, der Trainer sagt, geh rein und es sind noch drei Sekunden auf der Uhr und das hat vor drei Wochen gegen Wetzlar auch, gegen Magdeburg auch schon gut geklappt und deswegen gab es da auch gar keine andere Wahl und ja, ich habe mir das Ding genommen und dass er natürlich so reinschlägt, ist natürlich auch ein bisschen Glück, aber wir sind glücklich und ich denke, wir haben uns den Punkt auch erkämpft im Endeffekt. Ja. Gegen Berlin 60 Minuten gekämpft haben, ich will auch Danke sagen zum alle Publikum hier, dass sie uns unterstützen haben auch und ich bin ganz froh, dass wir heute Abend gegen so eine starke Mannschaft wie Berlin ganz andere Gesicht gezeigt haben. Ja, super, also ich habe letztes Spiel gesehen, das war nicht toll und heute, wie gesagt, in Berlin, das war sensationell. Was sagen Sie zu dem Spiel bis jetzt? Sehr, sehr spannend. Schade, dass zum Schluss Berlin noch in Führung gehen konnte, aber Melsung hält erstaunlich gut dagegen und relativ wenig Tore, muss ich sagen. Als MT-Anhänger hoffe ich natürlich auf den Sieg von Melsung. Okay, dankeschön. Großer Kampf. Ja, und auch eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung. Wie finden Sie die Stimmung in der Halle? Heute auch ausgezeichnet im Grunde genommen. Die Menschen gehen mit. Ich meine, das sieht man gleich, wenn eine Mannschaft kämpft. Da schlägt sich das auch aufs Publikum nieder. Also toll. Sehr froh, dass die Mannschaft heute über den Kampf einen wichtigen Punkt gegen den Abstieg geholt hat und auf diesem Punkt gilt es nicht jetzt auszuruhen. Unser Winterschlaf haben wir gehalten und heute sind wir das erste Mal auch wieder aufgewacht von dem Winterschlaf und ich hoffe, dass wir jetzt alle, auch wenn die Spiele jetzt schwer sind, über die Moral weiterhin gute Spiele machen, sodass wir dann, wenn dann unsere Spiele wieder kommen, die für unsere Kragenweite da sind, dann auch dann topfit sind. Bedanke mich nochmal für den echt tollen Einsatz meiner Mannschaft und freue mich sehr über den Punkt. Dankeschön. Das war's für heute mit dem Handball-Krimi. Das Endergebnis ist 22:22. Wir sehen uns wieder am 20.03. gegen den TV Großwaldstadt.